whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine Granate hier auf meinem Fass. Einen Glen Grant 1962. Boah! Ja, die meisten, die hier zuschauen, ich habe mal bei YouTube geschaut, wie denn so die Altersverteilung der angemeldeten User ist. Die meisten sind, yo, deutlich jünger als das Brenndatum dieser Flasche. Abgefüllt allerdings schon 2008. Ja, Gordon MacPhail, ein unabhängiger Abfüller. Ich habe ein Video über unabhängige Abfüller gedreht und über Gordon MacPhail im Besonderen. Ja, füllt nicht so oft diese Jahrgangswhiskys ab und die sind so teuer, dass sie nicht sofort vergriffen sind. Also der ist jetzt 7 Jahre schon auf dem Markt, noch nicht vergriffen. Ja, bei einem Preis von, halten Sie sich fest, fast 900 Euro. Kein Wunder. Ne? Schenkt man normalerweise ja irgendwie zum Geburtstag, wenn jemand 1962 geboren ist. Oder man schenkt es zu irgendeinem Jubiläum, wenn einer in die Firma 1962 eingetreten ist. Oder irgendwie sowas. Ne? Alkoholstärke bei diesen Flaschen von Gordon MacPhail grundsätzlich vergleichsweise niedrig mit 40 Volumenprozenten. War in der Vergangenheit so. Und dies ist ja ein Etikett, was früher das Original-Etikett von Glen Grant war oder als Original galt, weil niemand Glen Grant als Single Malt Whisky abfüllte und Gordon MacPhail die einzigen waren, die abfüllten. Ja, und jetzt schauen Sie mal hier an, was der für eine Farbe hat. Da zieht es einem ja die Mundwinkel hoch ins Gesicht. First Fill Sherryfässer. Klar, wie sonst? Wie soll man sonst diese Farbe hinbekommen? Gordon MacPhail färbt nicht. Also, super Geschichte. Es gibt die auch noch in verschiedenen anderen Jahrgängen. Was da ist, ist sehr, naja, wie heißt das schön, volatil. Also mal da, mal nicht da. Da kommt mal wieder was. Dann springen die Preise um 20% hoch, dass einem schwindelig wird. Haben wir in der Vergangenheit gesehen. Sind wir dafür geschimpft worden? Ja, don't shoot the messenger. Köpfe nicht den Überbringer schlechter Nachrichten. Der Hersteller erhöht die Preise. Jo, und dann ging das Pfund auch noch hoch. Auch das. Ja, so, also heute müssen wir mit extremen Preisen leben. Und die Frage, ob es schmeckt, muss jeder für sich selber überlegen, ob ihm eine Flasche mehr wert ist als die Scheine. Wenn die Scheine ihm mehr wert sind als die Flasche, bitte nicht kaufen. Wenn die Flasche ihm mehr wert ist als die Scheine, dann bitte kaufen. Ne? Ich habe auch mal in Glen Grant, meine ich, wäre es gewesen, von 1955 probiert. Jetzt wird zwischen 55 und 62 nicht mehr der Unterschied sein. Der war nämlich, ich meine, der hätte über 50 Jahre Alter gehabt, als ich den probiert hatte. Oder als er abgefüllt wurde. Und der hier hat jetzt nur 46 Jahre. 62 bis 2008. Nur 46 Jahre. Ah, toll. Warum habe ich diese Flasche? Ja, man darf auch mal Glück im Unglück haben. Diese Flasche hatte einen schlechten Verschluss, lief aus. Und da hier oben, da sieht man die Verfärbung. Die Verpackung war also ein bisschen aufgeweicht und nicht mehr so gut. Und so habe ich jetzt weggelassen. Und dann, ja, dann lässt sie sich nicht mehr so gut verkaufen. Und dann muss ich mich opfern und sie öffnen. Ja, ist doch mal schön. Warum die dann da oben? Da muss man jetzt aufpassen. Vielleicht hat das Glas einen Riss. Der Korken ist sowas von Bomben zu. Das glauben Sie nicht. Und da habe ich mal ein Video gedreht, wie man richtig einen Korken öffnet. Das mache ich jetzt. Und zwar, Sie müssen zuerst drehen, um die Haftreibung zu überwinden. Und wenn dann, und währenddessen wird der Korken oben nur auf Scherung, also die Holzkappe zum Korken, die ist geklebt, das wird nur auf Scherung belastet. Da hält die mehr aus, als wenn Sie ziehen. Wenn Sie ziehen, dann wupp, haben Sie den Deckel gleich ab. So, also ich habe da einen Korkenzieher liegen. Also aufkriegen tun wir es auf jeden Fall. Ne? Sieht völlig in Ordnung aus. Nichts kaputt. Da vorne ist so ein komisches schwarzes Loch.
das schwarze Loch bis nach oben durchgeht und dann tropft es oben wieder raus? Kann schon sein. Steckt mir nicht drin. Holz ist ein Naturprodukt und vielleicht hätte ich den Kork jetzt erstmal nass machen sollen, dass ich ihn nachher wieder besser aufbekomme. Und wenn Sie wie immer fragen, was macht er jetzt mit der Flasche, kann ich die billig bekommen und so. Es gibt ein Video, was ich mit angebrochenen Flaschen mache. Leider rechtlich keine Chance, dass ich in irgendeiner Art und Weise auch nur eine Probe davon zu Ihnen rausbekommen könnte. Nee, ja, der Gesetzgeber und die Hersteller wahrscheinlich ganz heftigen Riegel davor geschoben. Puh. Ha, Wahnsinn. Unendlich viel Sherry. Und eine für 40 Volumenprozente dachte ich jetzt, da ist aber kühlender Alkohol mit drin. Nee, das ist so eine Menthol-Anis. Note, die aber jetzt nicht so dieses Pernod oder Ricard-scharfe Anis hat. Nein, das ist so eine leicht kühlende, so mehr Eukalyptus-Note. Dunkle, schwere Früchte. Eiche zwischen, vorder, hinter, über, unter allem. Denn früher, 1962, das waren tatsächlich europäische Eichenfässer, ne? Mit einem Haufen Tannin und Power drin. Ne? Am Ende ist es fast egal, was Sie für so einen alten Whisky kaufen. Wenn er nun mal aus der Speyside kommt oder von der Gegend kommt, wo er rauchig ist, da gibt es ja keine mehr, die sind längst verkauft. Weil das Fass übernimmt die Geschichte. Also wenn Sie da jetzt an Sathaila 1962 haben, ich glaube, davon haben wir 1964 probiert oder so, oder jetzt an Glengarry 1962 haben, das tut sich alles nichts. Weil das Fass ist das, was über diese 40, 50 Jahre Reifezeit am Ende bestimmt, was es ist. Ne? Der Brennereicharakter baut sich immer weiter ab, das oxidiert alles durch, die Früchte werden dunkler, verbinden sich mit dem Sherry und zack, so. Und der frische, fruchtige Brennereicharakter kaum mehr zu spüren. Das meiste ist Sherry, das meiste ist dunkel. Viel zu früh runtergeschluckt. Aber jetzt muss ich da schon dazu was sagen. Der hat ja eine Schrankwand da, Eichenschrankwand, dunkel gebeizt hier drin. Das ist ja unheimlich. Und dazu wird er sogar schon ein bisschen harzig. Obwohl Harz ist in der Eiche so gut wie nicht drin. Das ist was vom Nadel, vom Weichholz. Im Hartholz hast du diese Eichen und diese harzigen Kohlenwasserstoffe nicht drin. Und jetzt im Abgang, bitter und Lakritze und Grape, der Orangenschale ist, reicht nicht aus, bitter Grapefruit, alt, dann heißt offiziell Abgang süß, wer das süß nennt, der weiß nicht, wie viel Löffel Zucker man in einen Kaffee tun kann. Starker Sherry. Der Abgang, die kräftige, bittere Eiche ist da. Also das ist ein Whisky, den man gerne mal probiert. Der zeigt, wie alt er ist. Aber jetzt zu sagen, das ist Spitzenwhisky und den mag ich jetzt ganz gerne und so. Also das ist ein Räuber, ne? Mm-hmm.
Geschmack hat jetzt tatsächlich diese süßen Gewürze. Oder sagen wir, Gewürze mit Süße. Weil so süße Gewürze fallen mir jetzt abrupt nicht ein. Aber Gewürze, die gesüßt sind, da gibt es so Kräuterbonbons. So, die sind also pur Zucker und dann Kräuter drin, so Salbei und Thymian und Zeug und so. Ne? Kenne ich von früher, die Kräuterfrauen, die standen da, die hatten also nicht nur die Kräuterbünde, die man dann ins Essen werfen konnte, dezent dem Essen zugeben konnte, sondern die hatten auch so Kräuterbonbons. Da habe ich mir hin und wieder mal, wenn ich eine Erkältung hatte, geholt. Und im Prinzip hier ist so dieses Erkältungsgefühl, weil nämlich dazu dieses Menthol-Eukalyptus-Anis gibt auch so diesen Erinnerungen an so ein Rachenfrei. Wahnsinn. Einmal im Leben müssen Sie sich, wenn Sie Whisky-Liebhaber sind, so ein Ding gönnen. Und wenn Sie nur irgendwo hingehen und sich 4/10 holen, ne? Irgendwo in der Bar, bei Freunden oder sonst wie. Einmal müssen Sie sich so ein Ding, Entschuldigung, antun. Ein enormes, extremes Erlebnis. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie im Shopsystem nach. Noch gibt es ihn 2016. Preise werden nicht weiter sinken. Jo, weil der Euro sich ja nicht erholen soll und das Pfund steigt oder steigen soll. Tja, also, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, lassen sich Zeit, ist ein Haufen Geld. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.